Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und heute kann ich euch das Flip-Through zu dem Nature-Mäppchen zeigen. Ich habe das Forest-Papier von Stamperia genommen und habe daraus ein Nature-Mäppchen gemacht. Dazu gibt es auch schon ein Video, wo ich einfach so ein paar Fortschritte zeige und welche Ideen ich so hatte. Und jetzt ist das Werk fertig. Gucken wir uns das mal an. Also es hat wirklich komplett diese 30 cm Stamperia Papier als Vorder- und Rückseite. Also wir haben hier eine Schließe, die man hier dann quasi festmachen kann. Momentan ist das Mäppchen leer, deswegen ist das ein bisschen unspektakulär. Das hier ist geflochtenes Gummiband und da habe ich ein paar Charms dran gehängt. Libellen und Blätter und ja, alles ein bisschen in die Bronze-Richtung, weil ich einfach, oder ja, Vintage-Richtung, weil ich hier sehr viel Vintage-Sachen verbaut habe. Ich guck mal eben, ob euer Bildausschnitt noch passt. Jo, das sieht ganz gut aus. Ein paar silberne Sachen habe ich auch noch hinzugefügt, weil ich nicht so viele von diesen Vintage-Sachen hatte. Ganz einfach. So, auf jeden Fall haben wir hier eine schöne Vorderseite. Wir haben ein Buchrücken aus Jute und ein paar Fusseln gibt es gratis dazu. So ein schönes Juteband. Und dann gibt es die Rückseite. Hier habe ich die Themen verankert, also die Schließe verankert. Und hier schließt dann letzten Endes hier die Strippen. Nun, solltet ihr meinen Kanal noch nicht abonniert haben, geile Gelegenheit, weil ich finde einfach gerade bei so einem Werk kann man doch mal sagen, wow, die abonniere ich mal. Die hat schon lustige Ideen. Damit geht es jetzt weiter. Also, ich habe dieses Papier genommen. Ihr seht so ein bisschen glitzern. Seht ihr das glitzern auf dem Video? Hm? I don't know. I hope so. Ich habe diese ganze Mappe mit Junk Journal Kleber versiegelt. Der bleibt flexibel, der wird nicht hart. Und ich habe in den noch nicht trockenen Junk Journal Kleber ein bisschen Goldspäne reingestreut. Nämlich so eine schöne, so ein Tischläufer, der so richtig schön Gold absondert. Ich weiß auch gar nicht, wie man den auf den Tisch legt, dann hat jeder überall Gold hinterher. Zum Basteln ist allerdings herrlich. Und wenn man diese Rolle ein bisschen schüttelt, dann fallen da die Goldspäne raus. So, gucken wir mal nach dem Ausschnitt. Ja. Wunderbar. So, hier haben wir ein kleines Dingeldangel noch hängen. Wir haben hier die Möglichkeit, Stifte einzuhängen. Ne, zwei Stück. Ein oben, ein unten, einen dünneren, einen dickeren, wie auch immer man möchte. Also es passen diverse Stifte rein, also zwei auf jeden Fall. Ich habe Edith Holden damit kombiniert, weil ich finde einfach Edith Holden Nature ist einfach nur cool. Ich lasse den Stift jetzt einfach mal hier. So ein paar Gedichte von dem Edith Holden Buch genommen und hier reingeklebt. Natürlich alles Originale. Ja, und hier in der Mitte habe ich auch noch ein paar Charms eingehängt. So, was ist das hier? Ich zeige euch das mal im lebenden Objekt. Hier kann man wunderbar Papiere hinterschieben, hinterstecken. Und hat dann einfach hier die im Mäppchen. Sie schauen oben ein bisschen rüber, was ich allerdings überhaupt nicht schlimm finde bei so einer Mappe. Hauptsache, sie haben einen Wohnort, wo sie bleiben können, sage ich mal. Jetzt rutschen wir mal rüber. Das kommt hier. Der nächste Teil des Mäppchens, nochmal check. Ihr seht alles, wunderbar. Hier habe ich mit einem Magneten gearbeitet. Und es geht auf. So, einmal haben wir hier, ich gucke gerade mal, ob ich irgendwas Kleines finde. Jo, finde ich. Haben wir hier Taschen. Zwei Stück. Ich habe auch bewusst hier oben keine dran gemacht, weil einfach dann steht hier oben irgendwas größer raus und hier kann man es dann, wenn man so ein längeres Stück Papier, was ich auch bestimmt noch hier irgendwo liegen habe. Ich lege das Papier ein bisschen. So, das darf dann einfach hier rüber stehen. Na, hier ist das ja auch ganz natürlich möglich. So. So, und diese, auch hier die ganzen Oberflächen sind versiegelt. Ihr hört es vielleicht, wenn ich das ein bisschen bewege. Hier hinten in der Ecke fühle ich den kleinen Magneten, der hier diesen Klack verursacht und es hält. So. Ihr habt euch bestimmt gefragt, warum ich
dieser Seite hier diesen kleinen Pinselbamsel habe. Der ist deswegen da, damit ich, mal gucken nach dem Bild, also, diesen Flap hier, den hier rüberholen kann. Und ich kann den hier fixieren, wenn er mich rumbammeln soll. Ich kann den hier so rüberziehen und kann ihn damit fixieren. So. Und ich kann ihn auch hier fixieren, deswegen gibt es den nächsten und den anderen Dingeldangel hier auf der Seite, weil wenn der Flap dann zu ist, kann ich ihn hier fixieren. Ja, was habe ich hier für Bänder reingepackt? Also ich habe einmal ein Band reingepackt, das müsst ihr euch jetzt... Moment, ich brauche mal mein Papier. Das müsst ihr euch jetzt mal vorstellen wie ein Block, den man hier reinschiebt. Da passt ein DIN A4 Block hinter. So. Und dann kann man hier quasi den Block auch aufklappen und darin schreiben. Und ich zeige euch das jetzt mal, wie es so richtig ist mit dem kleinen Block, weil ich nämlich keinen DIN A4 Block gehabt, um das jetzt hier mal adäquat zu zeigen. Aber ich habe einen DIN A5 Block. Weil nämlich das zweite Band hier ist für einen DIN A5 Block. Und dann zieht man einfach die Pappseite hinten raus. Und jetzt ist das hier noch so ein bisschen steif, weil ich das gerade erst gemacht habe. Zieht man die DIN A5 Seite hier hinten, den Pappdeckel quasi raus, schiebt den hier hinter und klappt das dann da rein. Das hängt dann fest, hier oben, unten fest. Genauso würde das mit dem DIN A4 natürlich funktionieren. Man kann dann hier aufklappen, schreiben, zuklappen. So, und hier ist dann diese Schließe. Klack. Zack. Und wenn man, also bevor das hier rumflappt, kann man das dann hier einfach einhängen. So. Ja. Im Endeffekt ist das die ganze Herrlichkeit dieses wunderschönen Mäppchens. Und wie gesagt, es ist überall versiegelt. Man kann es rumschleppen. Man sollte vielleicht jetzt nicht ganz unbedingt Kaffee drüber schütten. Das wäre... Naja, ich vermute mal, dass es das aushalten würde tatsächlich. Ich würde es aber nicht testen wollen. So. Genau, und hier bamselt das dann rum, was auch völlig fein ist und so sein soll oder sein darf. Und so kann man sich hier einiges an Gedöns reinpacken. Ja, also da passt einiges rein. Das ist jetzt relativ flach, weil ich was Kleines reingepackt habe. So, jetzt nochmal ein Hinweis zu den Kanten. Wie habe ich die gemacht? Ihr seht, ja, seht ihr das? Jetzt seht ihr das, dass hier oben so ein Stückchen Juteband rausguckt. Ich habe die Seiten hier gerollt. Also um einen ganz dünnen Pinsel habe ich sie gerollt. Sie quasi von sich aus, das Imperialpapier ist auch schon ein bisschen fester, dass sie von sich aus so diese Rolle machen, diese Kurve. Und dann habe ich ein Juteband reingeklebt. Das heißt, diese ganze Kante hier ist fest, wie so ein Stab. Das ist aber kein Stab, es ist ein eingeklebtes Juteband. Und dieses eingeklebte Juteband führt dann dazu, dass wir hier stabile Enden haben. So. Und so schließe ich meine Seite. Und das ist dann mein schönes Mäppchen. Oder besser gesagt, es ist gar nicht mal mein Mäppchen. Das hier wird ein Geburtstagsgeschenk zu einem 70. Geburtstag für einen Naturfreund. Und ich hoffe mal, dass er damit was anfangen kann. Ist eher ein, also mal technisch veranlagter Mensch, allerdings mit einem großen Herz zur Natur. Und ganz viel unterwegs. Eben mit einer Schreibmappe, beziehungsweise mit einem Schreibblock. Ja, vielleicht erfreut es ja sein Herz. Und falls nicht, hatte ich auf jeden Fall Spaß beim Basteln. Das kann man sagen. Gut, das ist unser kleines Nature-Flip-Through. Wie gesagt, die Maße sind, wir haben hier die Stamperia 30,5 rechts, links. Ist ein bisschen kürzer aufgrund dieser Rolle hier. Und dann das ganze Innenleben. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem kleinen, süßen, kurzen Video und ja, seid genauso erfreut wie ich von so kleinen, lustigen Ideen und von so lustigen Geschenken. Mit diesem Geschenk geht natürlich dann ein kleiner Block einher oder vielleicht auch ein großer. Ich muss mal gucken, was ich hier reinpacke.
Und dann ganz losgehen mit Schreiben. Und ein paar Stifte werde ich natürlich auch noch reinpacken. Das gehört für mich dazu. Ja, ihr könnt mir ja mal schreiben, ob und wie es euch gefallen hat. So oder so. Ich hatte riesig Spaß dabei, das hier auszutüfteln und zu werkeln und zu basteln und zu kreieren. Es ist Stück für Stück entstanden. Einfach aus Ideen. Ich hatte mega Spaß. Darauf kommt es mir an. Ja, damit entlasse ich euch und ich hoffe, es liegt ein schönes Wochenende vor euch oder eine schöne Bastelzeit. Und ich sag mal, bis demnächst in diesem Kino.